Uff, Leute, das waren höllische letzte Parts. Um ehrlich zu sein, habe ich auch ehrlich gesagt jetzt keine Ahnung, wie ich denn gedenke, überhaupt weiterzukommen. Ich sehe nur, dass hier zumindest mal gnadenhalber eine Auffüllstation ist, und jetzt weiß ich auch natürlich wofür. Jetzt habe ich aber immer noch das Problem. Nein, habe ich nicht. Stimmt nicht. Okay, gut. Das geht sich aus, ja. Jo. Wie gesagt, geht sich aus. Und das sind neue Missiles, soweit ich das gesehen habe. Oh ja, da ist die Speicherstation. Ja. Oh, leck mich doch am Arsch, ey. Was für eine. Oh, das. Okay, gut, das geht auf meine Kappe, das habe ich nicht gesehen. Aber mal ernsthaft jetzt. Wo soll ich denn jetzt hin? Ich meine, es gibt ja jetzt nichts mehr. Es gibt ja jetzt nichts mehr großartig, was ich tun kann, oder? Mit den Dingern. Oder doch? So, vor allem soll ich jetzt runter oder soll ich jetzt rauf? Oder? Was kann ich mit denen anstellen? Das Vieh zählt ja auch noch als besiegter Boss. Heiliger Automat. Na, da haben wir uns aber was anheizen lassen. Aber inwiefern kann mir das Ding jetzt eigentlich helfen? Ja, okay, ich habe da unten jetzt die Geschichte aktivieren können. Schön und gut. Oh, bitte sag mir nicht, dass ich zurück muss. Vor allem, wo soll ich denn hin? Will ich gerne mal wissen. Hier ist so eine Itemkugel. Okay. Aber wohin? Ja, wahrscheinlich wird es eh nichts helfen. Ich werde zurück in die MMI-Zone müssen. Wohin? Energieladestation. Ja.
Aber wenn ich schon durch die MMI-Zone muss, dann nehme ich natürlich den kürzestmöglichen Weg. Alles andere wäre ja, naja, schön dumm. Ja, vor allem wird er wahrscheinlich auch nicht anders gehen. An die Viecher blockieren die Tür, aber sie greifen partout nicht an. Das geht ja, Gott sei Dank. Ja, stimmt. Jetzt kann ich hier auch die Verbindung schaffen. Ja, er macht Sinn, ne? Macht alles Sinn. Ja, gut. Ja, man sollte vielleicht auch daran denken, das Zeug abzufeuern. So. Sollen wir vielleicht kurz nachdenken. Aber trotzdem, was kann ich damit anstellen? Oder anstellen ist gut. Was kann ich damit machen? Da fällt mir ein, ich habe gerade nicht den. Egal. Hä? Oh Mann, Samus! Doppelsprung wär's gewesen, Kollege. Mich immer festhalten, dass wir. Ach, die regt so auf, die Alte. Weil sie macht es auch einfach. Ich meine, ja, das Feature, dass man sich am der Edge festhalten kann, das ist schon logisch, dass sie das kann. Aber ich muss ganz ehrlich dazu sagen. Also, in gewisser Weise nervt das. Weil ich will ja eigentlich nicht das machen, sondern was anderes. Und vor allem, ich will nicht, dass er sich festhält, sondern ich will mich verpissen. Vor allem, dass denen ihre Schüsse. Vor allem. Okay, aber trotzdem. Dass ich davon einem hingehalten wäre, nur damit der zweite. Ja, das ist lächerlich. Weil ich will ja eigentlich den Doppelsprung machen. Und gerade der, also ich finde das Timing für diesen Doppelsprung einen willkürlichen Scheißdreck. Und vor allem ihre Festhalteoption.
Hopp. Wow. Haha. Und damit probiert er sich natürlich auch zu schützen, ganz klar. Oh Gott. Also Leute, ich habe jetzt schon rausgefunden, dass die Lösung dahinter natürlich die Storm Missiles sind. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also es ist Schrott, wie die Gegner programmiert sind, und es ist Schrott, wie die MMI-Zone programmiert ist. Ja, wäre immer so gut. Gibt es jetzt eigentlich irgendwas zu berichten für Adam? Ich glaube gar nicht. Nö. Gibt's auch nicht. Nee, wo gehe ich denn jetzt hin? Verstehe. Ja. Ja, natürlich bewegt sich das blöde Vieh genauso. Als ob es wissen würde. Und hopp. Ich glaube zwar nicht, dass das so gemacht werden soll. Aber es sei mir jetzt einfach mal egal. Tatsache. Es gibt den Space Jump noch. Das Beige kann auch unter Wasser verwendet werden, aber dann kannst du haben, sie finden. Okay. Das ist cool. Okay, Leute, das ist hilfreich. Jo. Okay, also damit ist nun wirklich alles möglich. Seht euch die Sprunghöhe an. Vor allem mit dem Space Jump ist das witzigerweise nicht so kacke. Da haben die wohl nur mit dem anderen gepfuscht. Okay. Aber ich verstehe ehrlich nicht, wofür dann der Doppelsprung. War es einfach nur, um mehr Rätsel einbauen zu können, oder? Verstehe ich dann auch nicht.
naja. Immerhin. Ich glaube auch, um ehrlich zu sein, ich habe der Yemimi-Zone ein ganz klitzekleines wenig Unrecht getan. Denn wie ich so ein bisschen darüber hinweg sinniert habe, bin ich zu dem Entschluss gekommen, so schwer ist es dann doch nicht, wenn du den Gravity Suit hast. Also, naja. Soweit ich das beurteilen kann, müssten wir unter Wasser mit dem Gravity Suit genauso schnell sein wie der Roboter. Mit einem Unterschied. Und der ist zwar nicht großartig, aber ja. Er geht, sagen wir es so. Er geht. Ah. Okay, ich kann hier zurück nach Gevoren. Ja und? Oh! Ich komme so zu dem Missile-Container, wenn es war. Nein. Ich komme zwar so nicht zu dem Missile-Container, aber ich komme so zu dem nach Buneria. Burenia. Meine Fresse, so heißt es natürlich. Burenia heißt es natürlich. So. Ja, was soll ich darauf sagen? Das Spiel ist halt auch ziemlich Wahnsinn. Okay, hier geht's mal nicht weiter. Gibt's in Burenia eigentlich noch einen EMMI? Oder haben wir den schon gekillt? Ich meine, vielleicht gibt's auch hier keinen, das kann schon sein. Okay. Das habe ich vergessen. Das ist gar nicht ähnlich. So. Da wollte ich jetzt eigentlich hin. Aber jetzt sind die X wirklich in allen Gebieten? Ich meine, es ergibt erstaunlich wenig Sinn, um ehrlich zu sein. So, jetzt ist natürlich die Frage. Wobei, okay. Munitionsladestation, Grapple Beam Block. Okay, ich würde vorschlagen,
Um zukünftig Probleme zu vermeiden, sollte ich hier nach oben zurückkehren wollen. Hätte ich das mal entfernt. Dann der Energietank, den haben wir oben. Nee, ich glaube oben. Oben haben wir alles. Schwingpunkt, Schwingpunkt. Hier war ja der Grappling Beam drin. Fallblock. Missile Container. Ja, den kriegst du wahrscheinlich wirklich nur mit dem Gravity Suit. Boah. Junge, Junge, du. Das ist das Einzige, was Sinn ergibt. Um ehrlich zu sein. Ah, ich bin bereits voll wie eine Haubitze. Sehr gut. Gut, die Paar. Ja. Okay. Es ist eigentlich äußerst schade, wie das Potenzial bei Metroid Dread verschossen wurde. Weil, ich meine, die EMMI sind eigentlich eine geile Idee, aber dass die einen sofort instant töten, naja, das hätte es jetzt nicht gebraucht, um ehrlich zu sein. Wow! Ah. Huch, was ist das für ein Vieh? Ein totes Vieh auf jeden Fall. Ein totes Vieh auf jeden Fall. Ich mache das hier mit Absicht. Weil ich schon irgendetwas... Dummes kommen sehe. Okay. Das wird jetzt auch fragwürdig, wie wir das hinkriegen. Finde ich sehr interessant, wie das hier gemacht ist. Also generell, Burenia gefällt mir sehr gut. Das erste und zweite Gebiet mit dem EMMI war eigentlich auch okay. Drei waren bis... Oder welches war denn nochmal das dritte? Warte mal kurz. Kataris, Ataria, Dairen. Dairen war schon scheiße. Dairen war schon... naja. War schon nicht wirklich gut. Ah. Okay. Damit, so kann man es natürlich auch machen, keine Frage. Ich war noch gerade ein bisschen perplex. Das ist einfach so jetzt so. Naja. Okay, das war ein bisschen einfach, der Energietank. Sollte man meinen, dass es eher nicht der Fall ist, aber ich werde mich sicher nicht beschweren, wenn es mal nicht so schwer ist. Ganz sicher nicht.
Ich habe so das Gefühl, dass wir bald einen Boss treffen werden. Mal wieder. Oh. Okay. Das hat schon mal, naja, so semi funktioniert. Aber Leute, ich glaube, jetzt wird es dann doch Zeit, den Part zu beenden. Leute, bis zum nächsten Mal.